Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Factorio. So, was wollen wir machen? Wir wollen jetzt die nächsten, die Linie auch noch anbuddeln. Das heißt aber auch, ich will ja noch kurz, wie viel haben wir noch? Wir haben eigentlich genug, dass wir hier das ganze Ding theoretisch direkt vollkaspern können, bis oben hin. Das heißt, wir machen jetzt TO praktisch. Ah, hier mal eine kleine Überschneidung. Das heißt, ich mache echt hier die nächste Lane. So, gucken wir mal. Zack. Zack. Und zack. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Und dieses hier, das können wir eigentlich einfach mal so hier rüberlegen. Dann ist das auch dran. Ich sehe gerade was, was wir mal wieder herstellen sollten, wollten, brauchen. Lalalalalala. Einfach mal machen. Nebenbei. Das heißt, das wäre die nächste und dann hätten wir hier sogar noch eine dritte Reihe, wenn man so will. Das heißt, die da teile ich auf. Die wird gesplittet. Und kommt. Also erstmal so, so, so. Hoffe, dass das so in Ordnung ist. Und du kommst einfach mal. Nein, das ist noch nicht so ganz optimal. So. So ist schon besser. So ist es besser. Lalalalala. Goodie. Und theoretisch brauche ich das hier dann ja auch nochmal. Weil ich hier dann noch gleich gucken muss, erstmal, wie die hier ankommen. Aber im Zweifel genauso aufbauen wie dort. Heißt den da. Gucken wir gleich. Gucken wir gleich. So, zack, da mal rein. Wie sieht es hier inzwischen eigentlich aus? 50 drinne. Kriegst du deine Treibstoff. Bams, damit kommst du erstmal ein Stück gefahren. Irgendwie wird das doch hier gleich klappen. Schauen wir mal. Erstmal hier, das hier noch aufmustern. So, wenn ich dann hier, kann ich so gerade hoch vorweg gehen. Okay, das ist gut. Ich kann den machen. Und den. Halt. Nein. So ist aber richtig. So bauen wir komplett alles ab, was hier nicht nied- und nagelfest ist. Alles Klärchen. So. Ah, ich weiß, wie ich es mache. Da. Zack. Da kommen sie hin. Da ist er. Und so. Dann wird hier richtig schön reingehauen. Und die, ja, mit dem freundlichen Nachbarn hier sollten wir auf jeden Fall auch ein bisschen was verteidigen. Zumindest so minimal. Oh, wir haben gar nicht mal groß Mauern dabei. Upsale. Upsali, upsala. Die Mauern sind für alle da.
Mal kurz das da genommen. Jetzt wieder ein bisschen Mauern in der Holz in der Tasche, aber auch egal. Und zack. Und zack. So, hier hoch. Ja, das kommt alles hin. Hier müssen die vielleicht noch weg. Hier muss auch noch ein bisschen was von weg. So, mach das mal schon schnell, weil wir müssen hier auf jeden Fall dann erstmal jetzt nur eine Mauer, aber dann vielleicht eine Doppelmauer wäre auch nicht verkehrt. Wir kennen es ja jetzt schon, das Spielchen inzwischen. Mit den kleinen Mistviechern hier. Ja, sollte so reichen. So, die noch. Und die noch. Alles klar. Gut. Machen wir hier mal zumindest ein bisschen Verteidigung. Den brauchen wir nicht, den brauchen wir nicht. Das ist jetzt so wieder so, damit es ein bisschen nach Muster geht. Mauern haben wir noch 3 Stück. Okay, habe ich genug Munition dabei, um euch schon mal gut zu bestücken? Sollte gehen. 100. Ja, das kommt hin. Dann haben wir hier schon mal jeweils 100 Schuss drin. Das Problem ist, ich habe Bammel, was hier von unten noch irgendwas kommt. Weil irgendwie, wenn sich hier das Kartik mal anguckt. Gut, der wahrscheinlichste Angriff kommt von dort. Der erste zumindest. Wie viele Schienen haben wir noch? Die Schienen brauchen wir noch. Bauen wir uns mal ein paar Schienchen. Die brauche ich ja auch nicht mehr. Und dann würde ich sagen, wie voll bist du denn inzwischen? 2000, du bist auch fast voll. Hoffen wir mal aufs Beste und reitern hier mal mit dem Zug los. Apropos, wie heißt der Bahnhof hier? Das ist das Karr. Also kann man schon mal sagen, hinzufügen, das Karr. Bis Inventar voll. Bams. Und dann müssen wir jetzt nur noch den dafür sorgen, dass halt die zweite Linie hochkommt. So, mal gucken. Das können meine kleinen Freunde in der Nacht ja mal machen für uns. Ah, wir sind ein bisschen schneller, meine Kleinen. So, wir bauen uns unseren eigenen Zugverkehr. Wenn die Roboter noch flotter wären, wäre es natürlich geiler. Könnte man jetzt hier wahrscheinlich schön mit Highspeed so und einfach mal so vorsichtig die Bahn herziehen und einfach mal quer über die Map reisen. Hätte auch was. Wäre geil. Oh, ich glaube, mir gehen langsam aber auch die Schienen wieder aus. Ne? Wir brauchen erstmal wieder noch ein paar neue. So langsam wie wir jetzt gerade sind, sind wir natürlich auch für Angriffe echt gefundene Fressen. Wir haben gesagt, der soll daneben reingehen. Kriegen wir dich schön hier daneben hochgelegt? Ich würde dich jetzt gerne hier so kurvig. Ein früher wahrscheinlich noch. Das muss ich glaube ich sogar mal selber machen. Ja, doch, so geht's. So, und jetzt, wie gesagt, gucken, wo wir hier reinkommen. Ich würde fast sagen, hier fahren wir hoch, ne? Wir können schon mal wieder das Strommuster runterholen.
Und wir brauchen mehr Strommasten. Alles klar. So, wenn wir das berechnen, wie breit wir sind. Wir müssten hier reinfahren eigentlich. Also in dieser Linie müssten wir irgendwie ankommen. Das heißt, hier müssen wir irgendwo durchkommen. Also hier. Ja. Wird das hier wahrscheinlich unsere Durchfahrt? Ich hoffe, das passt mit den Schienen. Ja, das passt. Da können wir hier mal kurz mauern. Mal hier kurz ein abmauern. Das ist aber unfair, Jungs. Warum habt ihr mir die ganzen Mauern weggebaut? Ich wollte doch noch ein bisschen mauern. So, 10 Stück mal kurz gemacht. So. Sieht gut aus. Hier kommt der Zug dann an. Das ist super. Das ist sehr, sehr schön. So, rein damit. Alt. Was können wir hier nochmal schnell machen? Wir brauchen den noch. Danke, Jungs. Das habt ihr auch toll gemacht, wie immer. Und so, mit den letzten Schienen hier jetzt. Geht's hoch Richtung Bahnhof. Und da kommt auch schon wieder für uns eine nette kleine Lieferung. Und dann setzen wir da mal den neuen Bahnhof hin. Wie wird er heißen? Er heißt Morgoth. Das heißt, nächste Haltestelle ist Morgoth und bis Inventar leer. Würdest du bitte nach Morgoth fahren? Dankeschön. Da steht er. Da steht er und wartet. Und wir brauchen jetzt noch hier mal kurzerhand. Da, wir sind noch im Logistikbereich. Geil. Das kommt noch hin, ohne dass ich jetzt hier noch was anderes aufbaue. Wobei, die muss ein Stück näher dran. Die ist richtig. So, zack, zack und zack. Kommt wieder Kohle rein. Und wir müssen nur noch hier entladen und dann ist das auch schon getan. Dafür brauchen wir noch ein paar Greifärmchen wieder. Zack, zack, 10 Stück. Sollten da auch wieder genügen. Und wir haben ja hier auch die guten Eisenkisten. So. 4. Ich will ihn jetzt noch nicht direkt entladen. Das will ich erstmal alles anschließen hier. Aus einem ganz simplen Grund, den ihr euch wahrscheinlich schon denken könnt. Ich will mit dem Zug zurückfahren. Ich darf noch nicht vergessen, Mauern mitzunehmen und alles. Und ich glaube, wir holen jetzt auch erstmal alles, was wir noch brauchen. Sprich Mauern, Türmchen haben wir ja noch, aber Munition brauchen wir. Munition und Mauern. Oh, was ist denn hier passiert? Warum ist das Ding auf einmal voll? Finde ich klasse. Okay, das hat auf jeden Fall geholfen. Und wie gesagt, das, was jetzt da mit dem Zug ankommt, wird dann auf diese Lane hier mitgeschickt, damit die auch mal voll läuft. Dann sollte das hier endlich laufen. Und dann können wir uns um die Großstahlproduktion auch kümmern. Und das, boah, ich freue mich schon jetzt. So, Munition. Munition, Munition. Lalalala. Zack, 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 zack. Wir brauchen leider viel Munition. Das ist leider so. Apropos Munition, wenn wir schon mal dabei sind. Zack, 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 zack. Ich hätte auch gerne da mal so ein bisschen Munition. Blau kommen wieder so ein paar runter. Es ist alles so langsam, so furchtbar. What? Wo? Das ist unser neuer... Ja, super. Jetzt muss ich ganz kurz abwarten. Also A, ich brauche nochmal hier einen kompletten Stack. Dankeschön. Jetzt müssen wir da kurz da irgendwie rüber rennen, damit wir Mauern kriegen. Und dann müssen wir mit dem Zug nochmal schnell zurück. Alles wieder hier durch. Reisen.
Reisen, Reisen. Reitern, Reitern. Mauern, Mauern. Halt die Schnauze, Spiel. 1, 2, 3, 4, 5. So, das sollte reichen. Hoffe ich. Ob zum Bahnhof irgendwo durch. Ist er doch nicht wahr, ist er das? La 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 la. Ja, sorry, da können wir jetzt leider nicht warten. Scheibenhonig? Warum kann ich mit dem Zug nicht losfahren? Hallo? Deswegen. Die haben uns die Schienen irgendwo zerfressen, die Säcke. Ich hoffe, mein Panzer steht noch. Das wäre jetzt übel, wenn sie den zerfressen hätten. Also dann geht, dann ticke ich ab. Dann gibt es ja aber Rambazamba. Klein Scheißer hier! Ihr kleinen, widerwärtigen Mann! So, also wieder aus. Upsala. Was ist denn noch kaputt? Hä? Ja, das war nur noch so der Restalarm. Wo kamen die denn jetzt her? Das ist die große Frage. Die kamen jetzt von irgendwo anders angelaufen, die kleinen Mistviecher. Ist doch echt nicht feierlich. Gut, also Mauer. Doppelt hält besser. Und dreifach ist sicherer. Wenn wir schon mal dabei sind, machen wir den hier einfach mal so zu. Gudi. So, runter, runter, runter. Zack, 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 rüber, rüber. Okay. So, wir mal kurz gucken, wegen... Na, ihr wisst es schon. Lass mir da doch kurz noch durch. So, zack, zack. Zack, zack. Und zack. Das sollte da auch dann schon mal dicht genug sein. Hier noch kurz dicht gemacht. Und jetzt halt wegen Verteidigung. Ja, kommt nicht ganz hin. Soll mir aber auch egal sein. Passt das? Etwas gedrungener, aber okay. Sollte so auch gehen. Und dann passt das hier nämlich auch schon mal schön. So, 100 Schuss, 100 Schuss. Und noch einmal 100 Schuss. Gut, der steht jetzt hier theoretisch doof, aber ist egal, den lassen wir jetzt mal da in der Ecke stehen. Von der da nicht hingehört, prinzipiell, von unserem Muster, aber wir müssen ja irgendwie verteidigen hier. Zum Beispiel den lasse ich auch mitstehen, dass das hier noch so ein bisschen besser abgeschirmt ist. So, 100 Schuss, zack. Und zack. Jetzt haben wir natürlich keine Munition mehr im Pedo. Ah, deswegen können wir aber trotzdem schon mal hier noch Türme hinsetzen. Beziehungsweise hier soll... Hier wollen wir ja auch irgendwo reinkommen. 3, 4... Türchen, 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 Türchen. 1, 2, 3.
Hier ist dann der eine Gang zum Reinkommen. Und dann haben wir das hier auch. So. Zack, zack und zack. So, du gehst weg. Du gehst weg. Du gehst weg. Und ich lasse mal wieder stehen. Jetzt sind das nochmal 5 Stück, die wir hier befeuern müssten. Wir machen es mal ganz einfach, damit hier auf jeden Fall was drin ist. Hier haben wir nochmal 200. So, hier 100. Hier 50. Und jetzt zack, 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 10. Jetzt mal hier rein, die 40 hier hinein. Jetzt haben wir hier nochmal 12, die klatschen wir auch noch hier hinein. Und so mal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da, 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 da. Und 1, 2 für uns. Das sollte erstmal genügen. Alles klar, das heißt, du kannst theoretisch jetzt automatisiert losgeistern. Wenn wir mit dem Panzer wieder hinterherfahren. Frechen kleinen Säcke, die haben die... Ja, deswegen, also ganz ohne Verteidigung darf man so einen Außenposten echt nicht lassen. Da kommen die einfach viel zu schnell für angeritten und beißen einfach alles kaputt. Das ist Mist, wenn es passiert. So, jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich hier nicht irgendwie vom Zug überrollt werde. Panzer gegen Zug. Ein Kampf der Giganten. Wer wird gewinnen? Keiner, weil das ist Schaden für mich. So. Kugelfeuerrad ist auch gleich durch. Nice. Und da wird schon wieder angegriffen irgendwo. Und da ist die Kugelfeuerrate durch. Die Forschung ist weg. Wir könnten jetzt mal sehen, dass wir hier das nochmal hoch machen. Raketenschaden ist noch nicht. Bergbauproduktivität. Ah, 700 Blau. Es wäre, wie gesagt, schön mal Sachen außer Laser zu haben, die jetzt nicht so viel Blau verbrauchen, sondern vielleicht mal anderes. Aber das ist leider ausgeschlossen. Es ist irgendwie kurz so vor, als wenn Blau das am meisten verbraucht wird. Normalerweise werden die drei gleich hergestellt, aber irgendwie wird das am meisten verbraucht gefühlt. Oder am schlechtesten, langsamsten produziert. Eins und beiden. Mach mal den mal. So. Keine Ahnung, wo da oben kommt auch schon wieder eine Angriffswelle, wie wir gerade sehen. Können wir mal. Ja, sie sind nicht schwach, die kleinen Säcke, womit sie da ankommen. Aber die Geschütztürme, die permanent mit Munition versorgt sind, die haben da ein leichtes mit. So. Hier kommt haufenweise Eisen an. Das wollten wir auch haben. Und zack. Jetzt müssen wir nur gucken. Wir müssten diese Linie, die da gerade ist, ja eigentlich an diese hier mit dran kriegen. Und das kriegen wir sogar ganz gut hin. Zack, zack. Da brauchen wir nämlich hier gar nicht so großen Heck mitzumachen für die Lane. Dann ziehen sie jetzt hier einfach mal schön rüber. Und so. Okay, wir brauchen mal wieder hier von ein paar. Da kommt jetzt noch mehr Eisen. Das geht da schön mit drauf. Oh, wie schön.
Und damit müsste eigentlich der, das hier auch mal vorlaufen, dass die Öfen alle ausgelastet sind. Das gucken wir uns auch schon an. Oh, wie es da kommt. Das heißt, wir haben jetzt echt alles hier voll. Und das nächste, was jetzt kommt, wird dann halt die Stahlproduktion. Wir können ja nicht theoretisch unseren Panzer auch schon mal hochholen. Ja, jetzt haut mal rein. Mal gucken, wie sich das jetzt aufs Eisen hier auswirkt, richtig? Hier ist schon voll, da geht's gut hoch. Hier oben sind ja auch noch die langsamen Fließbändchen. Ach du Schreck, ach du Schande. Aber hier kommt genug an, dementsprechend ist das egal. Die kann man so noch lassen. Hier ist genug und Stahl ist voll. Stahl ist voll. Ja, nice. Das heißt, wir können daraus jetzt echt nochmal eine Anbieterkiste machen. Die diese hier nach Möglichkeit vollhaut und alles, was überproduziert wird, da reinklatscht. Ich hoffe, dass das hinkommt. Nicht, dass gleich hier wieder irgendwas leer läuft, aber diese beiden wäre, glaube ich, nicht. Zur Not kommt da halt auch ein langsamerer hin. Das geht ja auch noch. Aber zum Moment so aussieht, als wenn er echt das einfach locker flockig. Das würde durchlaufen. Das würde auf jeden Fall noch durchlaufen. Gut, lassen wir es erstmal so. Zahnräder sind schon wieder so wenig, die hier hochgehen. Aber hier oben sind genug, das ist also auch in Ordnung. Okay. Stahlproduktion wird es als nächstes sein, was wir brauchen. Und wir bräuchten mehr blaue Fläschchen, das hilft ja echt bald nichts. Was fehlt dir denn hier die ganze Zeit wieder? Die Maschinen. Was fehlt euch? Eisen? Ernsthaft? Alter, Verwalter. Ich hoffe, wir kriegen... So, das ist die Linie, das ist die Linie. Aber hier wird auch viel abgenommen, gerade jetzt auch durch die Stahlproduktion hier, die wir eigentlich totlegen können. Das sollte jetzt eigentlich über die anderen laufen. So, zack. Das heißt, die kann noch mal... Ach, ne, was war's? Die kann weg. Das Stahl nehmen wir mal mit. Da kann eigentlich auch mal das Stück normal... Ach so, ab da haben wir dann... Ah, okay, okay, okay. I see what I did there. Noch alte Leichen hier, die geschändet werden. Hier die Kohle ist inzwischen auch schon echt... Fufu. Aber noch reicht's, noch reicht's. Wenn die dann mal zu Ende ist, müssen wir halt die rüberführen. Kriegen wir auch hin. Gut, aber wir brauchen, wie gesagt, mehr Eisen. Viel, viel mehr Eisen muss hier hin, auf diese Linie. Das ist die Linie, von der auch die damit abgezwackt wird. Das ist jetzt zwar etwas ungewöhnlich für mich, aber wir wollen das mal ausprobieren. Dass wir das Förderband nur noch einseitig beladen, weil das reicht ja eigentlich hier unten für die ganze Chipsproduktion auch. Und dass sie dann halt der Rest des ganzen Eisens, weil die ist voll und wird nicht richtig verbraucht, dass das dann hier rüber geht und das sieht doch schon mal viel besser aus. Ja, das könnte eine gute Lösung gewesen sein. Ab und zu ist nämlich einseitig besser als doppelt. Yes! Das wollte ich sehen. Das heißt, theoretisch gucken wir uns mal jetzt an, was wir hier an Eisen über haben im Moment, an Überschuss. Was jetzt rangeschafft wird, könnten wir sogar noch theoretisch hier eine weitere Eisenschiene aufbauen. Das könnte sogar echt mit denen da unten reichen, beiden.
hieße das hier und das hier noch zusammenfügen. Das heißt, hier vielleicht zusammenfügen. Klack, klack. Und dass dann hier noch eine andere abgeht und da dann der Stahl produziert wird. Wäre eine Lösung. Wäre jedenfalls auch eine Lösung, bevor wir eine komplett autarke Stahlproduktion aufziehen. Gucken wir mal. Das soll sich dann der zukünftige, ne? Ihr wisst schon wer. Drum Gedanken machen und kümmern. Ich sage jetzt auf jeden Fall erstmal, wir speichern. Ich stelle mal hin. Ich pack mich hier mal. Vielleicht versteht das ja. Vielleicht auch nicht. In dem Sinne. So, zack. Speichern, sage ich auf jeden Fall. Vielen lieben Dank fürs Einschalten, Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und bis zur nächsten Aufnahme-Session von Let's Play Factorio. Tschüss.